Und zwar, also es funktioniert jetzt so, hier kurz zu mir, wer mich nachher kontaktieren möchte, sieht man das überhaupt? Ja. Also meine E-Mail-Adresse, PGP-Schlüssel, Twitter, ich twittere hier auf Deutsch und hier auf Esperanto. Kontakt ist hier, das ist im Prinzip diese URL. Ja, jetzt höre ich mich wieder irgendwie auch von da drüben. Hier, das geht einfach auf diese URL hier. Kurz ein bisschen zu mir. Jahrgang 76, meine Eltern sind beide Informatiker. Ich habe Programmieren und Unix-Kommandozeile habe ich von meiner Mama gelernt. So seit ungefähr 20 Jahren bin ich Linux-User und ich habe auch immer so mein ganzes Leben lang irgendwie Musik gemacht. Deswegen komme ich eigentlich, was das ganze Audio unter Linux angeht, komme ich von der Musik her. Und zwar seit so ja, 5 Jahren ungefähr alles zu hören hier unter dieser URL. Und ich schaue jetzt mal gerade hier in unser. Nee, mache ich jetzt nicht. Also dann gehen wir jetzt mal einfach zur Praxis. Und zwar, wie ich gesagt habe, es gibt im Prinzip in der Desktop-Welt unter Linux gibt es das sogenannte Pulse Audio. Das kann man sich hier mal, was das macht, kann man sich hier anschauen. Das ist hier eine archaische Oberfläche, aber das ist so im Prinzip das Tool, was im Prinzip so alles Wichtige kann. Man hat also hier alles, was irgendwie was wiedergeben möchte. Das sind im Moment nur die Systemklänge. Alles, was irgendwas aufnehmen oder irgendwie Sound entgegennehmen möchte, da ist im Moment nichts. Geräte, die Sound wiedergeben können. Das ist mein interne Onboard-Soundkarte hier. Und dann Geräte, die Sound aufnehmen können, ist auch mein internes Mikrofon hier. Man sieht auch, das nimmt auf, was ich hier rede. Und noch allen möglichen Hintergrundlärm. Und jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwas abspiele, dann habe ich hier bei den Wiedergabeinstanzen irgendwas anderes, was abspielen möchte. Das ist hier einfach ein M-Player, der, ich höre es jetzt auch hier, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ich kann es hier aus meinen Lautsprechern hier hören. Machen wir es mal kurz nochmal aus. Jetzt würde ich euch das gerne über dieses Teil hier auf die Bühnenlautsprecher bringen. Das geht jetzt wegen dem Gebrumme nicht, beziehungsweise ihr könnt ihr die 7 und 8 bei Bedarf zuschalten. Okay, wunderbar. Dann machen wir das mal. Ich schalte jetzt hier mal das Audio-Interface ein. Das erscheint jetzt hoffentlich gleich hier. Ah, jetzt brummt es wieder. Okay, ja, genau. Jetzt haben wir hier, ist das Audio-Interface jetzt dazugekommen. Das hat hier auch zwei Kanäle. Und jetzt kann ich hier bei meiner Wiedergabe, kann ich, die lasse ich jetzt nochmal laufen. Und jetzt kann ich hier umschalten auf den H6. Und jetzt hört ihr es über die Bühnenlautsprecher. So, das macht also das Puls Audio. Jetzt ist es so, du kannst wieder das abschalten. Jetzt ist es so, es gibt jetzt zu allem Überfluss, würde man sagen, noch so eine Soundarchitektur unter Linux, nämlich den sogenannten Jack. Das ist auch ein Soundserver. Wozu braucht man den? Also das Problem mit Audio allgemein ist, das muss man sich so vorstellen, also wenn ihr ein Programm seid, was irgendwie Audio verarbeitet, stellt euch das so vor, ihr seid an einem Wasserrohr, da kommt kontinuierlich Wasser raus und eure Aufgabe ist es jetzt irgendwie Salz in das Wasser reinzumischen. Und ihr habt da jetzt zwei Eimer stehen und ihr wartet jetzt, bis der eine Eimer vollgelaufen ist, dann stellt ihr den zweiten Eimer drunter, während der zweite Eimer vollläuft, rührt ihr in den ersten Eimer das Salz ein und dann kippt ihr das Salzwasser in den Trichter und der Empfänger kriegt dann sein Salzwasser und das macht ihr dann eben kontinuierlich. Und jetzt ist es eben so, während der Eimer vollläuft, der erste Eimer,
kriegt natürlich der Empfänger nichts. Das heißt, der muss dann so ein bisschen warten. Das heißt, wenn ihr das Wasser bekommt, der Empfänger sagt dann, ja, bei euch fließt das Wasser doch schon, warum habe ich denn nichts? Und ihr sagt dem, ja, ich muss ja warten, bis mein Eimer hier erst vollgelaufen ist. Da wäre es natürlich die Möglichkeit, einfach kleinere Eimer zu nehmen. Der kleine Eimer ist schneller vollgelaufen. Und das heißt, dadurch kann man die Latenz niedriger machen. Allerdings seid ihr dann irgendwann ständig am Eimer hin und her schütten. Und wenn ihr irgendwie dann noch was anderes zu tun habt, wenn noch irgendjemand vorbeikommt und noch irgendwas will, dann läuft euch vielleicht Wasser auf den Boden. Und das ist natürlich fatal. Und deswegen macht das dieses Puls-Audio macht das so, dass das immer große Eimer nimmt. Also es hat große solches so Sample-Blöcke, was es verarbeitet, um eben das zu vermeiden. Dafür hat es halt so ein paar Millisekunden Latenz. Das ist im Desktop-Bereich ist das in der Regel nicht so schlimm. Wenn man jetzt Pro-Audio macht, dann ist das aber sehr wohl fatal und oder kann fatal sein. Und deswegen ist der Jack dadurch darauf ausgelegt, dass der eben möglichst latenzfrei ist. Der Jack ist im Prinzip ein Kommandozeilenprogramm und das hat dann auch ein Frontend. Ich mache das hier mal gerade klein. Das da auch. Das kann man aufrufen über das beispielsweise über das Programm Kadenz. Das Problem ist hier genauso, wie ich es vorhin auch beschrieben habe. Es gibt verschiedene solche GUI-Interfaces für den Jack. Keins rockt so richtig bis hinten hindurch. Die sind alle irgendwie ganz okay, aber es ist nicht irgendwie eins das Tool. Das ist so ein altes Linux-Problem. Ich kann jetzt hier den Jack mal konfigurieren. Und zwar, was ich da im Prinzip einstellen muss, ist eigentlich nur Folgendes, nämlich ich kann hier auswählen, welches Audio-Interface der verwenden soll. Und dann nehme ich hier den H6, das ist das Ding hier. Den soll der also verwenden. Und ich kann hier noch verschiedenes anderes einstellen. Also hier zum Beispiel die Sample-Rate. Das sind jetzt, kann ich jetzt hier umstellen, wie ich es möchte. Ich bin immer ganz gern auf den 48 Kilohertz und das hier, die Buffer-Size, das ist im Prinzip die Größe des Eimers, von dem ich es da eben hatte. Da habe ich jetzt hier 1024 gewählt. Das ist relativ viel. Also ich gehe zu Hause im Prinzip auf 128 und 256. Jetzt ist aber hier das so, ich bin hier jetzt, habe hier jetzt WLAN und alles Mögliche, was irgendwie vielleicht unvermittelt irgendwie Prozessorlast macht. Und deswegen lasse ich das lieber mal so ein bisschen größer, damit mir kein Wasser auf den Boden läuft. So, ich kann jetzt hier noch ein paar Sachen mehr einstellen. Beispielsweise, ich kann hier jetzt irgendwie Echtzeitpriorität und aber das lassen wir mal alles, das sind die Defaults eigentlich ganz vernünftig. Was hier noch wichtig ist, wir sehen hier zwei grüne Haken. Und zwar einmal ist es so, ich verwende hier einen Low-Latency-Kernel. Das heißt, wenn ihr Ubuntu verwendet, dann installiert euch den Low-Latency-Flavor vom Kernel. Den anderen könnt ihr dann, den Generic, den könnt ihr dann deinstallieren. Der hat dann so ein, ich weiß gar nicht genau, was der macht. Ich nehme an, der kann System-Calls präemptieren. Das heißt, wenn dann normalerweise ist es so, dass wenn ein System Call aktiv ist, dann der wird nicht unterbrochen durch den Task Switch. Und beim Low Latency ist das so. Deswegen kann der eben auch diese Echtzeitprozesse ein bisschen flinker machen. Dann hier der User ist in der Audio Group. Das ist ist auch so eine rechte Sache, dass nämlich meine Prozesse Echtzeitpriorität nehmen dürfen. Das müsst ihr also mit dem Gruppenverwaltungstool von eurer Distribution eben machen. Ich mache das immer mit dem Texteditor in ETC Group, weil also irgendwie so bin ich erzogen. Und so habe ich es gelernt. Das sind im Prinzip die Sachen, die ihr an eurem System systemweit tunen müsst, mal so ganz grob. So, wenn wir jetzt den Jack hier starten, ich hoffe mal, das funktioniert, ja. Dann haben wir jetzt hier nochmal unsere Daten. Das ist jetzt hier diese 1024 Samples als Buffer. Das führt zu 21,3 Millisekunden Latenz. Einfach mal dadurch. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass wenn ich jetzt hier, gehen wir mal, hier in, das ist die,
Das ist Katja, das ist so ein Tool, was im Prinzip zeigt, was der Jack so macht. Das ist jetzt meine Patch Bay. Da habe ich also jetzt hier vom System, oder ich mach's mal anders. Ich nehme mal hier Claudia, das ist die große Schwester von der Katja. Da hat man also hier Hardware Capture und Hardware Playback. Das heißt, hier mein Zoom H6, der hat hier 6 Eingangskanäle, das ist auch richtig. Und ich habe hier bei Playback habe ich 2 Playback-Kanäle. Wenn ich jetzt hier habe ich jetzt noch zusätzlich den Pulse Audio Jack Sync, der ist im Prinzip eine Brücke, dass ich hier Pulse Audio Signale hier rein tun kann. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe in den hier und den Stream hier ist immer noch mein M-Player Stream. Wenn ich den jetzt hier in den Pulse Audio Jack Sync rein tue, oder ich mache es erstmal so, hier ist mein M-Player. Wenn ich den jetzt, der läuft jetzt nicht weiter, weil der hat kein Sound-Interface mehr, weil der Jack hat sich das nämlich exklusiv genommen. Wenn ich ihn jetzt hier in den Jack Sync rein tue, dann läuft er weiter. Kannst du noch mal kurz hier hören? Genau. Also das läuft jetzt hier über diesen Jack Sync hier hier in das Hardware Playback. Wenn ich jetzt hier disconnecte, lass ruhig noch mal kurz laufen. Genau, wenn ich jetzt hier disconnecte, dann ist es weg, weil hier der Signalweg unterbrochen ist. So, jetzt ist es ja so, wir wollen jetzt hier nicht einfach nur Audio hin und her routen. Ich disconnecte jetzt hier einfach mal alles, sondern wir wollen ja in erster Linie mal aufnehmen. So, und aufnehmen, das macht man mit dem Programm A-Dur. Das könnte ich jetzt hier einfach starten, hier, wenn ich mich jetzt hier so durchklicke durch mein Startmenü. Oder ich könnte es auch von der Kommandozeile starten oder wie auch immer. Aber ich kann es auch hier mit dem Claudia starten. Warum habe ich jetzt hier eigentlich 2 davon? Sehe ich gerade. Machen wir das mal zu hier. So. Ich kann es auch hier mit dem Claudia starten. Das hat den Vorteil, dass die Claudia merkt sich das, welches Programm wie gestartet war und wie konfiguriert gewesen ist. Ich füge jetzt hier also eine Applikation hinzu, nämlich A-Dur. Jetzt kommt hier A-Dur, fragt jetzt, was ich für ein Projekt hier haben will. Ich mache ein neues Projekt und ich verwende hier jetzt kein Template. Ich könnte jetzt hier ein Template starten, das mache ich aber jetzt nicht. Ich mache jetzt hier Demo 31, C3. Ich mache es hier 2, weil ich habe schon eins zum Testen gemacht vorhin. Das ist also ein ganz leeres Projekt, was ich hier habe. Da kommt jetzt das A-Dur, kommt jetzt hier rein als weitere Anwendung und irgendwo müsste jetzt auch die GUI von dem A-Dur auftauchen. Da hinten ist sie. Also hier ist jetzt, ich disconnecte nochmal alles. Hier ist jetzt also mein A-Dur, wie es jetzt hier als Jack-Client aufgetreten ist. Und hier ist mein A-Dur, mach das mal hier runter. Ah, jetzt muss ich hier noch, ich mache jetzt mal hier gerade diese, dass das verschwindet, weil das jetzt hier bei so einem kleinen Bildschirmbreit ist das so ein bisschen nervig. Naja, das passt immer noch nicht ganz drauf. Naja, egal. Müssen wir jetzt mit leben. So, also das ist jetzt mein A-Dur. Jetzt will ich gerne was aufnehmen. Ich habe jetzt hier nur den Masterkanal drin und um aufzunehmen, brauche ich jetzt hier eine neue Spur. Die füge ich mir jetzt hier hinzu, einfach irgendwie so beispielsweise. Und zwar will ich jetzt hier eine Audiospur, die nenne ich jetzt mal irgendwie Stimme 1. Und das wird eine Monospur, die ist jetzt hier entstanden. Gibt es da irgendwie einen? Ah. Ja, ja, ist okay, ist okay. Ah, es ist jetzt mittlerweile ein neues Kabel aufgetaucht. Ah, nee, so.
So, also sieht man es, man sieht es im Moment nichts, naja, egal, ich rede jetzt mal so ein bisschen weiter. Also ich kann in dem A-Dur, da kann ich beliebig viele Spuren oder Busse anlegen und die mit dem Jack beliebig routen, wo ich sie hin haben möchte. Das A-Dur ist ein sogenanntes nicht destruktives Audio-Bearbeitungstool. Das heißt, wenn das einmal Audio aufgenommen hat, dann fasst es die Audiodaten nicht wieder an. Wenn man dann also hingeht und irgendwie Audioschnitt macht, dann merkt es sich nur die einzelnen Schnittaktionen und spielt dann eben das Audio so, wie es sein soll, eben ab. Aber es macht keine, verändert keine Daten. Genauso, wenn man irgendwie ein Audio auf den Audio einen Effekt drauflegt, dann werden die Daten, Audiodaten auch nicht verändert, sondern es wird halt nur in Echtzeit, wenn man abspielt, der Effekt drauf gerendert. So, der Ralf sitzt da oben noch auf der Leiter und versucht den Beamer wieder in Gang zu kriegen. Ja, da ist noch alles dunkel. So. Na, wir haben ja Zeit. Ah, da leuchtet jetzt was. Ah, schon mal blau. So. Aha, genau. Also, ich habe jetzt also hier diese Spur hinzugefügt. Ah, ich habe eine höhere Auflösung. Dann wollen wir gerade mal hier kurz mal stöpseln. Na, wo ist denn das hier? Das weiß er hiervon aber nichts. Lass mal gerade mal. So. Naja, also ich lasse es jetzt mal hierbei. So. Also. Gut, also machen wir weiter. Ich habe jetzt also hier eine Spur hinzugefügt für meine Stimme. Und jetzt muss ich die noch irgendwie connecten. Das kann man mal jetzt zum Zeigen, kann man das mal hier machen. Und zwar, ich habe es also hier, ist das jetzt hier entstanden, dieser Audio-Eingang. Und ich mache den jetzt mal hier zu Capture auf den Nummer 3. Und jetzt sieht man, wenn ich jetzt hier das Ding hier anfasse, das Headset-Mikro, das jetzt hier, was eben Audio ankommt. Und ich kann jetzt, wenn ich jetzt hier das scharf schalte und hier auf Aufnahme drücke, dann kann ich jetzt hier reinsprechen und es wird Audio aufgenommen. So, das Ganze kann ich dann, ist jetzt hier eben in den Master connected. Also das sieht man also hier, das Stimme Audio Out ist hier connected in den Master und den Master, den connecte ich jetzt mal an den Hardware Playback. Und jetzt, wenn ich jetzt hier abspiele, was ich aufgenommen habe, dann machst du mal kurz wieder hier mir die XLR, die Klinge hier an. Es wird, dann kann ich jetzt hier reinsprechen und es wird Audio genau. So. Danke. Also das ist funktioniert so. Jetzt kann ich mir hier im Prinzip beliebig viele Spuren dazu tun.
um jetzt eben mehrere Sprecher zu realisieren. Das brauchen wir jetzt uns jetzt nicht anzugucken. Es gibt jetzt zwei Sachen, die ich gern zeigen würde. Und zwar einmal Einspielen von Jingle, die sich automatisch abducken, wenn jemand, also leiser werden, wenn jemand anderes spricht. Oder ich kann zeigen eine N-1-Schalte mit entfernten Teilnehmer. Was ist denn euch, was interessiert euch denn mehr? N-1? Okay, dann machen wir eine N-1-Schalte. Und zwar, N-1 ist folgendermaßen, ich habe jetzt ich hoffe jetzt, dass meine Freundin Eva, dass die im Mumble ist. Schauen wir mal gerade. Ah ja, da ist sie. Sehr schön. Die werden wir jetzt per N-1-Schalte dazu holen. Das heißt, wir müssen erstmal das Mumble, das hat, das kann zwar, wenn man es patcht, kann es auch direkt Jack sprechen, aber es macht normalerweise nur Pulse Audio. Das heißt, ich muss das jetzt erstmal hier in das Pulse Audio reinkriegen. Das heißt, hier Wiedergabe, Mumble Speakers, ja, das ist hier schon im Jack Sync muss ich es haben. So, dann kann ich jetzt hier eine Spur anlegen, nämlich eine Audiospur, die nenne ich jetzt mal Mumble. Und dann dieses Mumble, das kann ich auch hier oben, das hefte ich jetzt hier an den Audio, an den Pulse Audio Jack Sync. So, und jetzt kann ich fragen, Eva, chuvi audas nin diruion? Ja, es kommt hier was an. Man kann es jetzt leider nicht hören. Ich mache das mal gerade hier an den, das ist schon am Master. Wenn du mal kurz nochmal aufdrehst. Eva? Ja, weiß ich jetzt nicht genau, ob man das, ja, immer mal wieder kommt was. Moment, ich mache das mal gerade anders. Ja doch, sie scheint da zu sein. Ich mache es mal gerade so. Ich nehme das mal gerade hier aufs Interne. Eva, Chuvi Audas? Okay. Yes? Na, ich höre das hier auch nicht richtig. Ja, also irgendwas kommt da an. Also lass uns jetzt einfach mal so laufen. Ich hoffe, dass es nachher dann besser klappt. So, jetzt geht es hier gleich zum Master raus. Ich gehe nochmal hier oben auf diese Übersicht. Also wir haben jetzt hier diesen Mumble, das geht jetzt auch in den Master und dann hier raus. Das wollen wir jetzt, ist auch eigentlich richtig so, weil also hier würden wir nachher dann unseren Icecast oder irgendwas, die Stereosumme drauf tun. Deswegen ist das richtig. Jetzt hier. Jetzt wollen wir aber Eva auch was zurückgeben. Das heißt, wir haben, also hier ist jetzt Mikrofon von Mumble, das erwartet jetzt hier irgendwas. Und das ist hier auch schon an dieser Jack, an dem Jack dran. Das heißt, das würde das Audio entgegennehmen, was wir hier dran koppeln. Und da müssen wir jetzt so einen N-1-Kanal uns machen. Da machen wir jetzt einen Audio-Bus. Das ist also keine Spur. Also eine Spur, die nimmt immer auf und merkt sich Audiodaten. Und ein Audio-Bus, der sammelt nur Audiodaten und leitet sie irgendwohin weiter. Den habe ich jetzt gerade falsch genannt. Den nenne ich jetzt N-1. So, und jetzt habe ich hier so einen relativ schicken Audio-Verbindungsmanager. Da kann ich so Matrix-mäßig mein Audio-Routing einstellen. Und zwar würde ich jetzt gern von allen Spuren, da haben wir jetzt hier zwei, und hier nach den Bussen, hier ist also mein N-1-Bus. Der N-1-Bus, der kriegt jetzt nur von meiner Stimme was, nicht von dem Mumble, weil das ist ja gerade das Minus 1. Also hier ist unser N ist im Moment gleich 2 und N-1 ist 1. Das heißt, der kriegt ja nur von diesem einen die Spur, das Audio. Man sieht, wenn ich jetzt spreche, dann kommt hier auch was an. Das ist jetzt irgendwie etwas niedrig, das Signal. Wahrscheinlich, weil ich hier jetzt, ach so, weil ich ja hier jetzt nicht über meinen
Mikrofon bin, sondern hier über das Headset. Das heißt, wenn ich jetzt hier in das Headset, an dem Headset wackele, dann kommt das, sieht man es hier auch im N-1. So, und dieses N-1, das ist im Moment noch in den Master connected. Das will ich nicht im Master haben, sondern das will ich nur in dem Pulse Audio zurückhaben. So, wenn ich jetzt so, das ist jetzt also richtig connected alles. Wenn ich jetzt also hier schaue, das ist also das, was das Mumble bekommt, dann sehe ich, wenn ich hier dran wackele, dass hier ein Signal ankommt. Und das müsste jetzt Eva auch hören, dieses Geraschel hier. Ich weiß es nicht genau. Ich könnte sie hier gerade mal anchatten. Mal grad, wo sind wir denn hier? Also das ist jetzt im Prinzip, haben wir jetzt unsere N-Einschalt. Ja, Eva sagt hier auch was. Kannst du gerade noch mal laufen lassen? Das müsste eigentlich zu hören sein. Ah, sie sagt hier, dass das Mumble nicht die ganze Zeit aufnimmt. Das ist wohl ein Mumble-Problem auf ihrer Seite. Gut, das wäre, so würde man im Prinzip, also ich kann es jetzt nicht richtig eindrucksvoll hier zeigen, aus mehreren Gründen, weil also einmal weil wir hier dieses Brummproblem haben und dann noch, weil jetzt wohl bei ihr jetzt bei dem Mumble irgendwas nicht funktioniert. Aber so würde man im Prinzip eine N-1-Schalte machen. Gibt es da Fragen zu oder... Ja, sorry, dass es jetzt so nicht richtig im vollen Glanz zu sehen ist, sondern nur einfach mal so gestöpselt und man sieht, aber hört nicht. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt mal den Jingle-Einspieler machen. Da mache ich jetzt eine Jingle-Spur dazu. Und zwar, das wird wieder eine Spur. Kein Bus, nämlich der Jingle Audiospur, und das wird eine Stereospur. Die füge ich hinzu. So, räumen wir das noch schön da hoch. Der Jingle. So, und der muss jetzt irgendwo hin connected werden, wo der Jingle herkommt. Da gehe ich jetzt auch mal wieder hier zu Claudia und sage, ich hätte gern eine neue Applikation hier drin, nämlich Internet. Das ist so ein archaisches Programm, was so Audio-DJ-Zeugs macht. Das meldet sich hier mit ganz vielen, muss ich jetzt ein bisschen rauszoomen, das meldet sich jetzt hier mit ganz vielen Ports, und ich weiß jetzt eben zufällig, welche Ports ich da connecten muss. Das ist so ein bisschen Voodoo jetzt. Da kann ich jetzt wenn ich jetzt hier meinen Jingle abspiele, dann, oh, man hört ihn sogar. Du hast das Ding gerade noch offen. So, das ist also unser Jingle. Und wir wollen jetzt, dass der sich abduckt, wenn ich hier was rede. So, dazu braucht man ein Effekt-Plugin, nämlich einen sogenannten Sidechain-Kompressor. Also ein Kompressor funktioniert ja so, will ich jetzt nur ganz grob erklären. Ein Kompressor macht Folgendes: Der zieht im Prinzip die Lautstärke runter, wenn das Eingangssignal zu laut ist oder irgendwie lauter ist als irgendein Threshold-Wert. Und ein Sidechain-Kompressor, der zieht die Lautstärke runter, wenn das Signal, was von der Seite, das von der Sidechain kommt, zu laut ist. Und ich will jetzt also so machen, dass also hier alle Stimmen zusammen die Sidechain bilden und der Jingle ist mein Nutzsignal, dessen Gain beeinflusst wird. Das mache ich jetzt also hier so, da muss ich auch wieder einen Bus anlegen.
Und zwar mache ich da einen vierkanaligen Bus, der eben, weil ich brauche zwei Kanäle für mein Stereosignal, was ich beeinflussen will, und zwei Kanäle für die Sidechain. Das nenne ich jetzt hier mal Jingle Sidechain. So, da ist es. Und jetzt muss ich wieder hier anfangen zu stöpseln. Da gehe ich in meinen Audio-Verbindungsmanager. Das heißt, ich mache hier alles, was. Wo sind wir denn hier? Der Jingle, der geht nicht mehr in den Master rein, sondern der geht nur in in diesen Jingle Sidechain-Bus rein. Und dafür geht hier der Jingle Sidechain-Bus, hier die 3 und 4, die geht in den Master. Das ist auch schon richtig. Die hier, die brauchen 1 und 2 von dem Single Sidechain-Bus, die müssen nicht in den Master. Und das war jetzt das Gestöpsel. Jetzt müssen wir noch die Spuren hier, die Stimme und den Mumble hier in die Sidechain reintun. Weil die sollen ja dazu führen, dass der Jingle leiser wird. So, und jetzt haben wir hier, fügen wir hier ein Plugin dazu. Also man kann hier, das ist hier im Prinzip eine Channel Strip. Ich kann mir auch hier jetzt ein ganzes neues Fenster machen, wo ich jetzt hier alle Kanäle praktisch wie in so einem Mischpult hier drin habe, mit einem Channel Strip. Ist auch immer ganz praktisch. Ich habe also zu Hause habe ich dann in zwei Monitoren, dass ich also dann in einem die Timeline habe und im anderen den Mixer. Und jetzt hier kann ich jetzt im Prinzip Effekt-Plugins hinzufügen. Das mache ich jetzt mal. Da gibt es hier so eine ganze Latte an, das ist also hier der, ursprünglich hießen die alle mal, hieß diese Echo-Architektur, die alte, die heißt LATSBAR, das heißt irgendwie Linux, Audio, bababababa, keine Ahnung. Und jetzt mittlerweile gibt es da eine neue, das ist das LV2, das ist etwas besser von der, oder das kann eine vernünftige GUI auch eben mitbringen. Und da gibt es, ist so meine Empfehlung, da gibt es die Calf-Serie, das ist also eine Effekt- Plugin-Serie, die eigentlich alles hat, was man so braucht. Die funktionieren so ganz gut und haben auch eine ganz ansprechende GUI. Und ich will jetzt hier eben so einen einen Sidechain-Kompressor. Den füge ich jetzt hier hinzu. So, da ist er jetzt. Und der sieht also hier so aus. Ich mache den Mixer gerade mal weg. So. Na, wo ist er denn, mein Sidechain-Kompressor? Ist der jetzt hier auf der Seite? Das mal zu hier. Das ist jetzt etwas merkwürdig, dass die GUI von dem nicht zu sehen ist. Ah, hier sind wir. So, also hier, das ist jetzt, ja, ist jetzt auch ein bisschen blöd, weil ist hier alles zu schmal. So, wenn ich jetzt den Jingle hier laufen lasse, oder also ich muss jetzt hier erstmal die Sidechain einschalten. Jetzt sieht man, also das ist das, was ich hier, wenn ich hier an dem Mikro hier rüttle, dann kommt hier was an und es gibt hier eine Gain Reduction. Das heißt, ich kann jetzt hier, wenn ich jetzt hier den Threshold runterziehe, mit der Ratio hochgehe, dann gibt es hier eine Gain Reduction. Und wenn ich jetzt hier rüttle, dann ist die noch mehr. Jetzt ist das Problem, dass wir haben hier ziemlich viel Hintergrundrauschen. Wir haben hier ziemlich viel Hintergrundrauschen. Deswegen würde ich jetzt hier hingehen. Ich mache es jetzt mal so. Ich mache das hier mal zu. Ich mache jetzt mal hier noch eine. Naja, ist das mir jetzt zu. Man kann man vielleicht später noch machen. Also was ich jetzt normalerweise machen würde, ich würde jetzt hier die Sidechain vorher noch mal durch so ein Noise Gate durchjagen, dass eben der ganze Hintergrundlärm weggeblendet wird bei dem, bevor er hier ankommt. Jetzt müssen wir das eben hier so ein bisschen geschickter einstellen. Ich gehe jetzt mal im Threshold so ein bisschen hoch hier.
Und gerade, ich nehme das gerade mal in die Hand. Okay, also da kriegen wir jetzt hier die Gain Reduction ganz gut rein. Und ich mache ihm jetzt hier so ein bisschen mehr Release, dass er nicht gleich, wenn der Sprecher aufhört zu sprechen, dann sofort eben wieder da ist. So, dann schau mal, es müsste jetzt eigentlich alles richtig gestöpselt sein. Ich muss jetzt nur noch hier diesen so Panoramaregler da setzen. So, machst du dann nochmal kurz. So, wenn ich jetzt spreche, dann duckt der Ding Jingle sich weg. Hört man das? Ja, ich höre den Jingle kaum. Vielleicht machen wir gerade nochmal. Genau, jetzt ist der Jingle leise. Man sieht das auch hier an der Gain Reduction. Und jetzt wird er dann gleich wieder lauter. Genau, also so funktioniert so ein Ducking, nennt man das. Kann man damit ganz gut realisieren. Als ich hier kurz über das Headset gesprochen habe, da hat man mich in so ein bisschen Echo gehört. Das sind genau diese 22 Millisekunden Latenz, die wir jetzt da drin haben. Weil das ging hier wirklich über den Audio-Interface durch das A-Dur durch, wieder zurück zu euch. Das waren eben die 22 Millisekunden Latenz, die der Jack eben einfach hat durch seine Sample-Größe. So, also damit könnte man jetzt im Prinzip aufnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt, machen wir das einfach mal. Ich schalte jetzt hier mal alle scharf. Und jetzt starte ich hier eine Aufnahme. Das heißt, ich starte jetzt hier meine Anmoderation. Lass mal den Jingle jetzt hier mitlaufen und kann jetzt hier weiter anmoderieren. Der Jingle duckt sich auch schön brav weg. Sprich mal hier rein, der Jingle duckt sich dann nämlich noch mehr weg. Also hier ist jetzt eigentlich die richtige Aufnahme, das hier ist ja nur Hintergrundgeräusch. So, der Jingle ist jetzt fertig und ich kann jetzt hier eben sagen, so, hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, blablabla. Und irgendwann stoppe ich dann die Aufnahme und hier sind jetzt eben unsere drei Spuren drin. Jetzt ist es leider, dass das Fenster hier jetzt zu groß, dass man es hier nicht alles sehen kann. Was man jetzt hier aber sieht, ist, der Jingle ist hier die ganze Zeit in konstanter Lautstärke aufgenommen, weil der ganze Effekt, den wir dazu gestöpselt haben, der ist erst danach. Das ist, wenn ich es jetzt abspiele, dann ist der funktioniert der Effekt eben trotzdem, weil das Ergebnis von dieser Spur eben durch diesen ganzen Sidechain-Kanal hier durchgeht. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Zuspieler macht und irgendwie einer eurer Podcast-Teilnehmer meint, ja, wunderbar, jetzt während der Zuspieler da läuft, kann ich jetzt mal endlich so richtig schön husten und der hustet euch dann da rein und der Zuspieler duckt sich weg vor lauter Schreck. Das könnt ihr nachher korrigieren, wenn ihr dann den Huster rausschneidet, weil die Aufnahme von dem Jingle oder von eurem Zuspieler ist von diesem ganzen Sidechain-Effekt nicht betroffen. So, jetzt, was wir jetzt noch machen können, ist, wie man das am geschicktesten exportiert. Und zwar, es gibt einmal die Möglichkeit, ich exportiere mir einfach hier mein Master Out. Also das funktioniert so: Man macht hier Exportieren und man exportiert die Audiodateien. Man kann sich jetzt hier eben aussuchen, in was für ein Format. Da gibt's und man kann sich auch hier weitere Formate hier erstellen. Man kann hier alle möglichen Einstellungen hier vornehmen, wie man möchte.
Hier, das ist jetzt für eine CD mit den 44,1 Kilohertz. Ich kann aber jetzt auch hier FLAC 16-Bit mit 48 Kilohertz. Drück dann hier auf Export. Und das geht dann jetzt auch hier relativ schnell, weil das alles nur ein kurzes Projekt ist. Das heißt, ich habe jetzt hier dann das Ganze jetzt in der Stereosumme exportiert und könnte das dann nach Auphonic hochladen. Jetzt hat Auphonic aber diesen schicken Multitrack-Feature. Das heißt, da wäre es schön, wenn ich meine ganzen Spuren in einzelnen Dateien hätte. Und da gibt es den sogenannten Stem-Export. Da kann ich jetzt auch wieder hingehen, mir hier ein Format aussuchen. Also hier wieder das FLAC. So, und jetzt ist muss ich noch sagen, was ich genau exportieren will. So, und jetzt ist das Problem, dass mein Bildschirm zu klein ist. Ich würde mir jetzt hier, das ist wirklich doof, weil vielleicht kann man den noch hier, das Fenster geht nicht kleiner. Also ich würde mir jetzt hier unten, könnte ich mir jetzt aussuchen, welche Kanäle ich jetzt hier exportieren möchte. Sehe ich jetzt hier nicht ganz. Und zwar, ich will jetzt die Spurausgänge mit allen Effekt-Plugins drin exportieren. Und dann entstehen eben hier für jedes, was ich hier eben anklicke, entsteht dann eine entsprechende FLAC-Datei, die man dann nach Auphonic hochladen kann. Als ich das erste Mal gemacht habe, da haben sich dann also die ein halbes Gigabyte FLAC hat sich dann mein 5 Megabit Uplink hochgequält und dann hat Auphonic gesagt Error, ja. Und ich habe dann gedacht, na gut, vielleicht ist da irgendwie während der Zeit, in der die Daten da rumgekrabbelt haben, hochgekrabbelt sind, ist vielleicht irgendeine Verbindung kurz mal auseinandergefallen, dass da irgendwie das Audio nicht vollständig war. Habe ich alles nochmal hochgeladen und Auphonic sagt wieder Error. So, was war passiert? Ich habe hier diese Jingle Sidechain. Das ist ja ein vierkanaliger Kanal, weil wir hier diese Sidechains brauchen. Das heißt, der Stem, der aus diesem Kanal hier kam, der hatte auch vier Kanäle. Und das Auphonic hat dann gesagt, nee, vier Kanäle, das ist irgendwie, das kenne ich nicht, das wissen wir nicht, habe ich noch nie gesehen. Und hat dann einfach mal einen Fehler geworfen. Und dann habe ich also hier nochmal einen weiteren Bus dahinter geschaltet, dass eben der das als Zweikanal rauskommt. Und am nächsten Tag kam eine Mail von Georg, von dem Auphonic Georg, ich wollte das gerade fixen, aber das scheint jetzt mittlerweile funktioniert zu haben. Was war denn da los? Und da habe ich ihm halt erklärt, das lag daran, dass ich hier einen Vierkanal FLAC hochgeladen habe. So, das war im Prinzip alles, was ich zeigen wollte oder möchte noch irgendjemand was sehen. Es kam gestern, kam hier eine Frage, nämlich, wir haben hier diesen Pulse-Audio Jack-Sync, mit dem wir jetzt hier das Mumble uns hier rüber geholt haben. Da kam gestern, habe ich ja hier schon kurz gesagt, dass ich hier diesen Workshop halten werde, da hat mich danach jemand angesprochen und gefragt, kann ich hier denn auch mehrere solche Pulse-Audio-Jack-Syncs haben? Wenn ich jetzt hier irgendwie ein Mumble habe und ein Skype und noch einen Webbrowser, der irgendwie YouTube irgendwie Audio zuspielt, dann brauche ich hier mehrere. Und da habe ich kurz geschluckt und habe gedacht, das ist wohl zumindest mal in den GUIs nicht vorgesehen. Aber man ist ja hier zum Hacken und Linux ist, wenn es trotzdem geht. Und da habe ich also gestern auch noch eine Lösung für gefunden. Die ist allerdings mit so ein bisschen Kommandozeilen-Voodoo und Shell-Script-Voodoo verbunden. Ich kann das mal kurz so einen kurzen Eindruck von verschaffen. Und zwar habe ich hier, kann man das einigermaßen lesen? Ich kann auch so ein bisschen hier, ich nehme an, ich habe ja sowieso kaum Platz auf dem Monitor. Das hier ist so ein Shell-Skript, was das im Prinzip macht. Das macht hier zuerst mal dieses PACTL, das ist so ein Kommandozeilentool, um den Puls-Audio zu steuern. Das nimmt erstmal alle Module raus, die irgendwie zu dem Jack-Sync rübergehen. Machen wir das mal einfach. Ich paste das mal ganz frech hier rein. So, jetzt sind die ganzen Jack-Sync-Module weg.
So, und jetzt sage ich, ich hätte gerne ein JackSync-Modul mit 4 Kanälen. Oder ich mache es jetzt mal anders. Ich mache es hier mal, 12 Kanäle, mal ganz verwegen. Ah, jetzt höre ich, ich muss hier mal gerade das, weil jetzt habe ich hier gerade Mumble-Lärm hier auf dem internen Audio-Interface gehabt. Jetzt haben wir hier dieses JackSync mit vier Kanälen. Machen wir hier mal alles schön disconnecten. Wenn man jetzt hier ein bisschen näher rangeht, wie das genau aussieht, die heißen jetzt hier eben in der Nomenklatur von dem Dolby Surround hier Front, Left, Right, dann vier Front, Center, Side und dann hier AUX 0, 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich es irgendwie hinkriegen, dass ich mit einer Audioquelle hier gezielt welche anspreche. Das heißt, also ich habe jetzt hier, wenn ich jetzt hier mein Puls-Audio Ausgabegeräte, da ist jetzt hier dieser, Da sind jetzt hier diese 12 Kanäle von dem JackSync, den wir uns da gerade gebaut haben. Und ich würde jetzt hier gerne, wenn ich jetzt hier den beispielsweise den von der Wiedergabe hier den Mumble, den würde ich jetzt gerne hier in Kanal 1 bis 2 reintun und nicht hier in das Ganze. Dazu muss ich mir virtuelle Puls-Audio-Interfaces anlegen. Das geht, wo habe ich es? Hier habe ich es. Das geht hier mit diesen. Und zwar, das ist dieses Modul Remap Sync. Dem kann ich also einen Namen geben und ich kann ihm sagen, welcher in welchen Sync, das ist hier dem Namen, den ich hier oben gegeben habe, JackSync heißt der, 2 Kanäle. Und diese Kanäle, Front Left und Front Right sollen gemappt werden in den Master Channel auch in Front Left und Front Right. Das sind nämlich gerade die beiden ersten. Wenn man jetzt sich hier das anguckt, was ist jetzt los? Jetzt ist irgendwas passiert. Aha, so. Okay, Kontrolle ist wieder da. So, also wo waren wir? Wenn man sich hier bei den Ausgabegeräten, haben wir also hier vorne rechts, vorne links, also Front Right und Front Left sind die ersten beiden Kanäle. Das heißt, wenn man jetzt hier diesen ganzen Kram hier reinpastet, dann gibt es hier ein weiteres Device, was nämlich 2 Eingänge hat. Und das geht dann gerade in diese beiden hier rein. Und das kann ich dann hier im Jack hier abgreifen. So, und wenn ich jetzt ein weiteres haben will, dann mache ich hier eins mit, was hier eben auch wieder 2 Kanäle hat, die Front Right und Front Left heißen, die ich aber dann in Rear Left und Rear Right, das sind nämlich gerade diese beiden hier, reinmappe. Und so kann ich mir dann eben im Prinzip beliebig viele Audioquellen in der Puls-Audio-Welt da aufstellen, die ich dann hier in meinen Jack reinroute und dann hier beliebig dann hier verteilen kann. So, gibt's noch irgendwie eine Frage oder irgendwie was? Ja? Habt ihr den H6 Kabel? Achso, das XLR-Kabel vom hier ist kein XLR-Kabel, hier ist das Headset. Ah, das kannst du haben, ja. Test, ja. Wunderbar, jetzt bitte nochmal die Frage. Hier vor nach vorne kommen, Bühne, Licht. Dann sieht man es hinterher auch im Stream. Ich weiß, ich bin gemein. Da hoch, los.
So, jetzt nochmal. Dankeschön. Hallo. Hallo. Ja. Vielen Dank für den Vortrag, hat mir sehr gut gefallen. Danke. Ich möchte auch zustimmen und kann es nur jedem empfehlen, diese Calf Plugin Suite ist echt 1A, klasse, super Soundqualität und vom Frontend auch genial. Meine Frage zu dem Sidechain-Kompressor, wenn ich das richtig verstehe, hat er einen Stereo-Eingang und einen Stereo-Ausgang, oder? Ist das richtig? Ja, er macht hier, er kommt hier mit, man sieht's hier, der geht hier mit zwei, er hat hier oben hat er vier Eingänge, man sieht das hier so ein bisschen, man sieht, dass er hier vier Eingänge hat und da zwei Ausgänge. Und genau, und die ersten beiden Eingänge hier ist eben das Nutzsignal und die zweiten beiden Eingänge ist die Sidechain. Okay, gut. Ist das eine neue Version oder ist das schon länger drin? Das ist ein guter Punkt. Und zwar, das ist noch was ich noch sagen möchte. Und zwar, wenn ihr das alles machen wollt, und zwar, ich habe jetzt ja hier mein System, so wie es ist, aufgebaut gehabt. Das ist ein Ubuntu-System, jetzt nicht das aktuelle, sondern das zweitaktuellste, also das von April, das 14.04. Und zwar gibt es da hier dieses KX-Studio. Das ist im Prinzip eine so eine Sammlung von so Linux-Audio-Software. Und das bringt so ein paar Repositories mit, die man sich hier von Plugins und von Anwendungen, die man sich in sein Ubuntu rein installieren kann. Und dann hat man ein Calf Git oder sowas. Das ist dann eine neuere Version und da sind eben noch ein paar mehr Plugins dabei. Okay, vielen Dank. Ja, als überhaupt also eine Empfehlung, wenn man hier dieses KX Studio, dann hat man eigentlich diese ganzen Audio Sachen immer in einer etwas neueren Version als im Vanilla Ubuntu und damit kommt man in der Regel auch dann ein ganzes Stück weiter. Noch eine Frage? Da, ich sehe da noch eine Hand, ja. Hi, ich wollte nur fragen, wie sieht das aus, wenn das gesamte System nicht mit Pulse Audio gebaut ist? Dann funktioniert das oder nicht? Das funktioniert auch. Also man kann auch direkt mit ALSA, man kann sich also virtuelle ALSA-Devices bauen. Also virtuell? Virtuelle ALSA-Devices, die dann in den Jack reingehen. Okay. Das geht auch, ist aber mit ein bisschen mehr Hacking verbunden. Ja, ist mir klar. Ich wollte nur wissen, aber es geht. Zwang ist Pulse Audio. Nee, ist nicht, als kein Zwang, es geht aber einfacher. Es geht einfacher und ja, ich weiß nicht, ist der Lennart Pöttering zufällig hier und hört zu? Also das Pulse Audio ist eine viel gescholtene Soundarchitektur, also viele Leute lehnen das total ab. Ja, beispielsweise. Sag mal so, ich finde es gar nicht so schlecht. Also dieses, man kann damit ganz gut flexibel Audio hin und her schalten, aber ich kann durchaus verstehen, warum es Leute gibt, die es ablehnen, weil es hat mich das ein oder andere Mal so richtig geärgert. Ja, das ist sehr umstritten. Ich habe jetzt hier mal alles mit Pulse Audio gemacht, weil es da noch am meisten irgendwie alles mit GUI zu machen ist. Wenn man sowas jetzt nachbauen würde, dann müsste man, also zumindest mal so wie mein Kenntnisstand ist, müsste man da irgendwie in Acer und RC dann sich von Hand diese ALSA-Devices dann hacken und das wollte ich jetzt hier nicht machen. Ich hätte es auch erstmal ausprobieren müssen, weil also für mich hat dieses Pulse Audio immer ganz gut funktioniert, aber es geht auch ohne. So, noch eine Frage. Ja, hallo. Ich war ja derjenige, der diese Frage gestellt hat mit den verschiedenen Anwendungen, die man dann in mehrere Pulse Audio Syncs reinverteilen kann. Wollte ich nur fragen, kann man dieses hübsche Shell-Script irgendwo bekommen, runterladen? Steht es auf deiner Homepage oder so? Ja, auf meiner Homepage steht es nicht, aber ich kann es gerne irgendwo hinstellen. Also es ist jetzt so, was ich jetzt hier alles nicht gezeigt habe, ist sowas wie Räuspertaste, sowas wie Kapitelmarken. Das habe ich alles, weil soweit bin ich noch nicht. Also ich podcaste erst so seit September und das ist alles sowas, was ich mir in den nächsten Monaten aufbauen will.
Und da denke ich, ist sowieso noch so ein bisschen was an Softwareentwicklung oder so ein bisschen hinhacken, wie dieses Shell-Skript vonnöten. Das würde ich alles irgendwo verfügbar machen. Und wenn du auf Sendegate bist, ich würde das dann da vielleicht immer posten. Vielleicht mal. Ja, bislang nicht, aber ich kann mich da ja mal. Ja, also anmelden. Das. Würde ich zur Verfügung stellen. Man kann es auch direkt von mir haben, solange ich jetzt noch hier bin. Also klar, also ich bin auch immer gerne bereit, irgendwie Know-how zu sharen oder irgendwie da einen Erfahrungsaustausch. Also ich werde auch wahrscheinlich öfters auf den Podcasting-Workshops sein. Das heißt, da können wir vielleicht auch, wenn da Interesse besteht, so eine kleine, wie der Ralf gesagt hat, eine Linux-Selbsthilfegruppe aufbauen. Ja? Also wäre ich durchaus interessiert dran. Ja? Sendegate.de kann ich sehr empfehlen. Ja. Der nächste Workshop ist vom 1. bis 3. Mai, jetzt sage ich schon ganz falsche Dinge, in Berlin. Auch dafür könnt ihr euch dann bald anmelden. So, haben wir noch was? Noch eine Frage? Okay, also wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, also ich bin noch bis zum Ende hier am CCC. Ich lege nochmal gerade, wo war ich denn jetzt hier? Ich lege nochmal gerade meine Kontaktinfos auf. Also hier über diese Twitter-Handle hier, da twittere ich auf Deutsch, hier twittere ich auf Esperanto. Da kann man mich antwittern oder man kann mich auch hier anmailen hier, das ist der Fingerprint von meinem der QR-Code, das ist der Fingerprint von meinem PGP-Key, hier, das ist diese Seite hier, also wer jetzt das schnell fotografieren möchte. Noch etwas Self-Plugging, das hier ist unser Podcast. Bin ich jetzt hier in dem 5 GHz Netz und das ist irgendwie auf etwas meh. Gerade mal schauen. Ah, das war das Falsche. Nee, ich bin im Legacy. Naja, also hier ist vielleicht auch noch interessant. Also das hier ist die Webseite von Ardour. Und da gibt es auch eine ganz gute Community, mit der man eben so Details klären kann. Ah ja, was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ich kann jetzt hier, wenn ich jetzt hier in so eine Stimme, wenn ich jetzt hier lauter säuberlich eingestellte Effekt-Plugins hier rein tue, dann kann ich, und ich will immer den gleichen Kanal wieder haben, dann kann ich mir hier den Kanal als Vorlage speichern. Und wenn ich jetzt eine Spur oder ein Bus hinzufüge, dann kann ich hier das hier, diese Parolanto, das ist so ein Template, was ich mir mal gemacht habe, was dann gleich ganz viele Effekt-Plugins, die auch schon richtig eingestellt sind und richtig verdrahtet sind, da kann man Templates machen. Man kann dieses ganze Ding hier, das, was wir jetzt hier zusammengestöpselt haben, kann man als Vorlage speichern. Dann kommt das alles mit den Spuren, die halt nur leer sind, also ohne Audiodaten, als neues Projekt mit den Spuren so verdrahtet, wie es war, wieder hoch. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier die ganzen Anwendungen hier mit Claudia gestartet hat, mit hier durch Add New. Ich kann hier jetzt dieses ganze Studio, kann ich mir jetzt speichern. Und dann kann ich es nachher wieder, dann machen wir es so, Save Studio As, kann ich ihm einen Namen geben und ich kann dann nachher das Studio wiederholen und es werden alle Programme gestartet und alles ist wieder richtig verdrahtet, so wie es war. Also das heißt, man macht sich da einmal sein Setup hier mit allen Pulse-Audios und allen hier diesem Ding hier und alles, was man so eben hat. Wenn man Musik macht, dann kann man hier noch einen neuen Raum hier machen. Das ist dann im Prinzip, den nenne ich jetzt mal irgendwie Bla. Dann habe ich jetzt hier den Raum Bla. Da ist im Prinzip jetzt hier nur, das ist jetzt hier nur mein Gateway in das große Studio. Das habe ich jetzt hier irgendwo, genau, das hier der Raum Bla, da habe ich jetzt hier den Gateway hierhin. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel, wie man es halt im Studio hat, wäre das jetzt beispielsweise mein Schlagzeugraum, was in so einem Separé ist. Dann könnte ich mir hier meinen Drum Synthesizer irgendwie fein säuberlich zusammenklicken. Und ging mir hier nicht auf den Nerv mit irgendwie 100.000 hier solchen Glyphen. Das ist also
auch noch, was dieses Claudia eben kann. Und das ist auch eine ganz, ganz gute Sache, dass man eben die, dass man dann auch alles nachher leicht wiederfindet. So, dann was haben wir hier noch? Hier ist noch eine Seite, die Libre Music Production. Das ist so eine Tutorial-Sammlung von über Musikproduktion mit Open Source Software. Das ist auch so ein ganz gutes Know-how-Archiv. Da sind viele Leute, die da irgendwelche Tutorials zu mit irgendwelchen Tipps und Tricks veröffentlichen. Das KX Studio, das haben wir schon gesehen. Es gibt dann noch hier, das wollte ich auch noch kurz zeigen, das ist das Projekt Fado. Und zwar, das ist eine, was ich nämlich jetzt gezeigt habe, das geht gut, solange ihr kein Firewire-Audio-Interface habt. Weil die Firewire-Audio-Interfaces, die sind keine ALSA-Devices. Da gibt es keine ALSA-Treiber drüber, obwohl mittlerweile im absolut neuesten Kernel gibt es, soweit ich weiß, welche. Die habe ich aber noch nie ausprobiert. Es gibt dann hier diese Fado, dieses Fado-Projekt, was einfach im User-Space den Firewire-Bus anspricht und damit den Firewire-Audio-Interfaces kommuniziert. Und das kann man dann über Jack, direkt in Jack reinholen, ohne dass es halt über ALSA geht. Das mache ich zu Hause. Also ich habe zu Hause ein Focusrite Sapphire Audio, Firewire-Audio-Interface. Klare Empfehlung. Das funktioniert super hier unter Linux mit diesem Fado. Es hat also, als ich angefangen habe vor 4 Jahren, habe ich im Prinzip gedacht, ich gebe dem, als ich mir gesagt habe, ich will jetzt Musik machen, hier Home Recording, da habe ich mir gesagt, ich gebe dem Linux mal eine Chance, ob das sich hier bewährt in Audio. War da sehr skeptisch. Falls es nicht funktioniert, dann muss ich mir halt irgendwie einen Mac kaufen oder sowas. Und damals war es wirklich noch so, da brauchte man von dem Fado, brauchte man irgendwie eine SVN Trunk, weiß ich nicht, selbst kompiliert. Mittlerweile ist das alles in dem Ubuntu mit den KX Studios hat man alles, was man braucht. Und man muss gar nicht mehr viel irgendwie an seinem System rumkonfigurieren. Das hier ist also die Fado-Seite, die zeige ich deswegen, weil wer sich jetzt mit dem Gedanken spielt, sich ein Firewire-Audio-Interface zu kaufen, der sollte vorher mal hier schauen, wie es hier mit dem Support aussieht. Da ist dann auch immer bei allen, wenn man jetzt hier mal eins anklickt, Reported to Work steht hier, dann ist auch meistens irgendwie hier so ein Thread drin verlinkt, wo man jetzt sehen kann, wie die Leute das zum Laufen gebracht haben. Also das ist auch eine ganz empfehlenswerte Seite, wenn man eben da in Richtung Firewire unterwegs ist. So, dann zum Abschluss. Also was ich so ein bisschen jetzt zeigen wollte und vielleicht auch gezeigt habe, man kommt relativ weit unter Linux mit Audio. Allerdings ist es, man muss so ein bisschen, man muss auch da dem eine Chance geben wollen. Also man muss hier dann sich einiges zusammenklicken wollen. Es ist funktioniert nicht alles so right out of the box, aber es funktioniert im Prinzip alles, was man braucht. Also was mich da gestern einer gefragt hat, ja, wie hast du dann da irgendwie Feature-Verlust? Also ich muss sagen, bis jetzt nichts. Also ich vermisse jetzt kein Feature. Allerdings, ich muss mir bis die Features alle richtig funktionieren, muss ich etwas Arbeit da reinstecken. Aber es geht. Also es ist jetzt so, dass mein Leidensdruck, jetzt mir einen weiteren Rechner zu kaufen mit einem macOS drauf, ist einfach zu gering, als dass ich es tun würde. Also ich bin so damit ganz zufrieden. Und deswegen werde ich jetzt auch dabei bleiben, weil ich es funktioniert einfach und es gibt einfach mehr Migrationshürde als jetzt Leidensdruck, da wegzukommen. Gut, zu guter Letzt noch hier, das ist jetzt das Projekt, was wir hier, oder im Prinzip meine beiden Linux-Audio-Projekte, einmal der Podcast, das ist ein Podcast auf Esperanto, den ich mache hier mit meiner Freundin Eva. Ist im Prinzip so ein Mittelding aus Logbuch Netzpolitik und CAE. Also das Logbuch Netzpolitik ist ein Zwiegespräch mit immer den beiden gleichen Leuten. Und der CAE-Teil ist, es sind immer unterschiedliche Themen. Wer so ein bisschen Esperanto mal hören möchte, der hat in dem Podcast hier
eine ganz gute Möglichkeit. Mein zweites Self-Plugging ist hier meine, auch Linux Audio ist meine, meine Musikseite. Na, kommt sie. Da kann man Musik hören, die ich auch alles unter Linux und Ardour gemacht habe. Also auch diese beiden Audio-Beispiele, die ich eingespielt habe, diesen Jingle und dann das, den Song, den man mal kurz gehört hat, wo irgendwie einer gesagt hat, mach das doch mal leiser. Das ist auch alles unter Linux mit Ardour realisiert. Hier, das ist meine Seite, wo man eben meine ganzen Songs eben Creative Commons runterladen kann. Auch alles auf Esperanto, weil Esperanto ist so ein bisschen der kulturelle Background, in dem ich mich so bewege. Gut, also das war's jetzt, wenn es keine weiteren Fragen sind. Wenn doch und wer sich jetzt nicht traut, hier auf der Bühne mit Mikrofon und Kamera eine Frage zu stellen, wie gesagt, hier nochmal kann man mich antwittern, anmailen oder einfach, wenn man mich hier irgendwo, ich bin relativ oft hier, kann man mich ansprechen. Ja, würde mich freuen, mit dem einen oder anderen da noch ein paar Diskussionen zu führen. Ich bin auch gern bereit, wenn jetzt jemand mal sagt, ich würde das gern mal ausprobieren. Ich habe das, wie das sich so anfühlt. Wir können uns gern mal irgendwo in einer ruhigen Minute an irgendeinen Tisch setzen und dann können wir mal hier so ein bisschen mit Ardour, Linux und sowas spielen. Können wir im Prinzip auch direkt im Anschluss machen. Oder eben halt während des Kongresses irgendwann. Vielleicht nicht direkt im Anschluss, weil ich muss nämlich jetzt noch ein bisschen, ich muss noch irgendwann was essen. Aber ist im Prinzip kein Problem. Okay, gut. Danke, Johannes, dass du die tapfere Performance-Leistung, die unser Team hier am Anfang hingelegt hast, durchgestanden hast. Und wir entschuldigen uns dafür, dass wir ja auch mit Linux erstmal unsere Probleme hatten. Wir haben ja eher so die Strategie verfolgt, alles wegzuschmeißen, was nicht Mac ist und darauf umzusatteln. Wir müssen das nochmal überdenken. Und den Vortrag gibt es dann auch nochmal schön zusammengeschnitten als Video und als Audio. Und auch da könnt ihr dann nochmal reinschauen und hinterher bestimmt auch nochmal mit Johannes diskutieren. Dankeschön nochmal. Wir sehen uns dann alle wieder um 15 Uhr zum nächsten Workshop, dessen Titel ich noch nicht kenne. Bitte der Applaus für Johannes noch.